So, da sind wir wieder. Und ich bin mal gespannt, ob wir das hier vernünftig hinkriegen mit dem Falkenauge. So, ich sehe hier. Okay, das könnte schon mal ganz gut sein. So, zwei habe ich zumindest schon mal. Der ist da ein bisschen verwirrt anscheinend. Muss mal gucken, was ich hier sonst noch sehe. Bisher wirkt das noch sehr, sehr ruhig hier alles. So kriege ich dich auch. Dich habe ich auch. Und guck mal, da ist ja auch noch einer. So. Wo ist der Rest? Da gibt es sicherlich noch mehr. Was ist das denn da? Aha. Ups, das wollte ich nicht. Den wollte ich. Okay, den sehe ich noch nicht. Fuck. Sehr witzig. Fünfzehn habe ich noch. Jetzt habe ich noch 14. So, da hinten ist noch einer. Kriege ich den auch erwischt ohne? Schade. So, den habe ich. 12 bleiben noch. Ich versuche mal einfach hier stehen zu bleiben. Da ist doch auch noch einer. Vielleicht. Oh, das ist ja witzig. Den sehen wir sogar. Wenn der hier dran vorbei spaziert. Na komm. Komm da durch. Da ist er. Jetzt geht er aber hier durch. Das dauert nur ein bisschen. Oder auch nicht. Na gut, dann nehmen wir dich zuerst. Oh, da ist einer. Und zack, weg. So, wagen wir uns ein bisschen vor. Vielleicht haben wir Glück und von hier oben haben wir ein bisschen besseren Blick. So, ich habe jetzt. Wo geht's weiter? Okay. Springen wir mal das Ding hier. Hat was gebracht. 8 haben wir noch. Und wo haben wir noch welche? Hoppla. Ui.
Ach, komm schon. Na komm, dich krieg ich. So. Das ging ein bisschen schneller. Ey. Von da oben schießt auch noch einer. Nur weil du mich nicht kriegst, heißt es nicht, dass ich dich nicht kriege. Ey. Komm, hier kann man doch wohl draufsteigen, oder nicht? Nee, kann man nicht. Schade. Fünf bleiben noch. Oh, sollte man vielleicht nicht unbedingt da lang. Ah, da oben auf dem Turm. Tja. Dumm gelaufen. Dich neben so eine Kiste zu stellen. Rechts von mir. So. Da oben war aber noch einer. Bin ich mir ziemlich sicher. Sag ich doch. Zwei noch. Einer noch? Oh. Das scheint wohl dieser eine zu sein. Nanu? Die Bestien, ihr Heulen hat aufgehört. Hast du etwa? Der Retter, du bist gekommen, uns in unserer Not zu helfen. Bitte vergib mir, dass ich dir nicht die Tür geöffnet habe. Ich bin Impatz, eine Bewohnerin dieses Dorfes. Ich wurde nach der altehrwürdigen Erbbauerin dieses Dorfes benannt. In diesem vergessenen Dorf lebte einst das Volk, das der königlichen Familie diente. Aber jetzt ist es verfallen und du siehst ja selbst, dass an diesem Ort die schrecklichsten Dämonen ihr Unwesen treiben. Entschuldige bitte, du sagtest, dein Name ist Link, nicht wahr? Oh, ich ahnte es schon. Du hast dem jungen Mädchen geholfen, nicht wahr? Ach, wie schön. Als sie hier gefangen war, hat sie mir immer Mut zugesprochen und gesagt, du würdest bestimmt kommen, um zu helfen. Selbst als ich ihr half, aus diesem Dorf zu flüchten, machte sie sich noch Sorgen um mich, alte Frau. Aber ich warte hier auf königlichen Befehl hin, auf das Erscheinen einer bestimmten Person. Unter keinen Umständen kann ich mich diesem Befehl widersetzen und das Dorf verlassen. Würdest du ihr das hier bitte zurückgeben? Sie gab es mir, alter Greisin, obwohl ihr so viel dran lag, dass sie es immer bei sich trug. Oh, Iljas Halskette, die Ilja gerettet hat, trug sie als Talisman, ein wichtiger Schlüssel zu Iljas Erinnerungen. Lege sie auf den Kram. Ich glaube, es hat mich die ganze Zeit beschützt. Bitte, gib es ihr unbedingt zurück. Na klar, mache ich. Der komische alte Verschrumpelte. Gut. Das heißt wohl, hier sind wir durch fürs Erste. Und die... Ach so, okay. Hier ruckeln nur ein bisschen die bla. Gut. Wir werden uns jetzt einfach... welche Leute? Hier ist nur diese alte Oma. So, jetzt kann ich aber warpen, oder? Du willst doch nicht wirklich verwandeln, oder? Damit würdest du Leute nervös machen. Die sieht mich doch gar nicht. Jetzt bleib doch mal geschmeidig. Echt mal. So, jetzt aber. Einmal bitte warpen. Und zwar... Bitte hierhin, weil wir müssen nämlich zu Ilja. Nebenbei können wir auch gleich die Quelle nutzen, um unsere Lebenspunkte aufzufüllen. Wow. So. Und genau.
einmal das hier ansetzen. Einmal bitte wieder Mensch werden. Ring, ring. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Los geht's. Wir haben jetzt endlich vielleicht ein Stück, oder vielleicht erinnert sie sich jetzt auch endlich wieder. Das wäre mega cool. Hier, nimm dies. Wir kennen uns, nicht wahr? Ich erinnere mich, es roch nach Gras. Das war vor langer Zeit. Wir waren beide noch Kinder. Du warst immer an meiner Seite. Link, du bist es. Das hier wollte ich dir vor deiner Abreise geben. Link, ich hoffe, du wirst es mögen. Oh, du erhältst die tönerne Flöte. Ilya hat sie für dich und Epona angefertigt. Lege sie auf YX oder R, um Epona zu rufen, wenn du im Freien unterwegs bist. Ich warte hier auf dich. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Ausgezeichnet. Link, du erinnerst dich doch an diesen Stab aus den Wolken, von dem ich dir erzählt habe, oder? Weißt du, es ging dabei eigentlich um einen Herold der Wolken, der einen Stab bei sich hat. Diese Alte, die mir geholfen hat zu fliehen, hat mir davon erzählt. In der Heimat dieser Frau wird seit langem etwas aufbewahrt, das der Herold der Wolken braucht, und sie wartet auf seine Erscheinung. Es handelt sich um etwas, das nur dem Herold der Wolken, der einen Stab trägt, ausgehändigt werden darf. Deshalb konnte die Alte auch ihr Dorf nicht verlassen. Link, hast du denn keine Ahnung, wer dieser Herold der Wolken, der einen Stab bei sich trägt, sein könnte? Ich? Ich weiß es nicht. Aber wir könnten ja mal gucken, weil da war doch jemand bei den Katakomben. Da ist er doch. Was für eine Überraschung. Wenn das nicht Link ist, wer hätte gedacht, dass wir uns an einem Ort wie diesem treffen? Ich bin eigentlich, um die Legende der Kumulaner zu untersuchen, die man sich in Hyrule erzählt. Dass du gerade jetzt auftauchst, du bist schon ungewöhnlich. Endlich habe ich sie gefunden. Die steinerne Statue, das ist die, die in den Dokumenten meines Vaters beschrieben ist. Es gibt in Hyrule viele solche Statuen, aber diese hier ist irgendwie anders. Schau dir doch mal den Bauch der Statue an. Steht da nicht etwas geschrieben? Darüber steht auch etwas in den Aufzeichnungen meines Vaters. Das scheinen kumulanische Schriftzeichen zu sein. Die Worte, die das Siegel lösen, werden mich erwecken. So steht es hier. Diese Ilya ist doch eine Bekannte von dir, oder? Kann einem richtig leid tun, alle Erinnerungen zu verlieren. Sie erwähnte doch einen Stab aus den Wolken. Ich glaube ja, dass das irgendwas mit den Worten, die das Siegel zu lösen, zu tun hat. Kann man denn nicht irgendetwas tun, um diese Erinnerung zurückzubringen? Das würde wohl so manches Rätsel lösen. Du kommst zu spät, Junge.
Steinstatuen, Worte, die das Siegel lösen, ein Stab aus den Wolken, verstehe irgendwie gar nichts mehr. Igas Erinnerungen sind unser einziger Hinweis dieser Schattenwolken. Link, kannst du nicht etwas unternehmen? Moment. Ich habe hier diesen Stab. Vielleicht muss ich mit dir reden. Nope. Nein. Nö. Nein. Okay, dann düse ich hier nochmal hoch. Ich rede nochmal mit ihr. Ach, wenn man doch der Alten helfen könnte, diesen Herold der Wolken, der einen Stab bei sich trägt, zu treffen. Weißt du, Link, mach dir um mich keine Sorgen. Muss ich etwa nochmal zu dem hin? Ich raff's gerade nicht. Ich bin jetzt echt am Überlegen. Okay, ich denke, ich muss nochmal zu der ollen Frau rüber. Vielleicht ist nämlich genau das der Schlüssel. Dafür muss ich mich einmal kurz nochmal hierhin warpen, glaube ich, war das. War das hier? Ja, das war hier. Ach, fuck that. Und ich dachte, das würde was bringen. Na gut, dann muss ich wohl doch wieder einmal komplett drumherum laufen. So, das Gute an der Sache ist, dass ich jetzt zumindest einfach Epona rufen kann. Epona kommt angelaufen. Und ich muss jetzt nicht extra einmal quer durch die Botanik rennen. Nur, um Epona an Land zu bringen. Hoppla. Da stand was im Weg. Dann mal einfach hier hin. Und schon wieder Katzenterror. Ich werde verrückt. Dieser Kater lockt mich nur vom Computer, nur um dann einfach irgendwo rumzusitzen und mich blöd anzugucken. Ja, nee, ist okay. Ich habe verstanden, du hast Langeweile, draußen ist das Wetter miserabel, du hast keinen Bock. Ich verstehe das voll und ganz. Würde mir nicht anders an deiner Stelle gehen. Aber trotzdem machst du einen Wirbel für einfach nichts, Kater. Ja, da brauchst du jetzt nicht hier so... Ja. Jetzt jammert er wieder. Oh oh. Glück gehabt. So. Jeden Augenblick müsste jede Zweigung kommen. Da ist er doch. Einfach mal absteigen. So, und nochmal hier hoch. Und nochmal mit der Alten sprechen. Ja, was ist denn los, Kater? Pass auf, wenn ich mich jetzt gleich weg zu dir bewege und du der Meinung bist, ey, noch mehr Katzen. Ja, komm mal hier. Lass dich mal ein bisschen kraulen, Kater. Ja?
Okay. Ganz viele Katzen hier unterwegs. Sag mal, was wollt ihr denn von mir? Ihr kleinen Tierchen. So. Öffnen wir mal die Tür. Gehen da mal rein. Die sucht ja irgendwie den Herold-Stabzeug-Typ irgendwas. Also, zeigen wir ihr doch mal den Stab. Oh, dieser Stab, ist das etwa? Der Kopierstab. Bist du etwa der Herold der Wolken? In meinem Volk erzählt man sich, dass vor langer, langer Zeit die Königsfamilie, als sie noch mit den Kumulanern... Wo kratzt der denn da jetzt gerade rum? Okay. Mit den Kumulanern verkehrte. Von diesem einen Stab geschenkt bekam, dem eine seltsame Kraft innewohnte. Diesen Stab bezeichnet man als Kopierstab. Aber nur einem von der Königsfamilie anerkannten Herold der Wolken wurde es gestattet, diesen Stab zu tragen. Und unser Volk bewahrt auf Befehl der Königsfamilie seit langer, langer Zeit ein Dokument auf, das der Herold der Wolken braucht. Das hier ist dieses Dokument. Bitte nimm es. Du hältst das Kumulaner-Dokument. Es ist in der alten Sprache der Kumulaner verfasst. Aber der Text enthält einige Lücken. Lege es auf X, blablabla, um den Typen zu zeigen. Na klar. Dieses Dokument ist in der alten Sprache der Kumulaner geschrieben. Ich bin so froh, dass ich hier geblieben bin. Wenn ich dieses Mädchen nicht getroffen hätte, wäre alles anders geworden. Das Zusammentreffen mit ihr muss eine göttliche Fügung gewesen sein, um dich von diesem Ding zu unterrichten. Das kann durchaus möglich sein. Was ist das denn hier? So. Vielleicht ist hier noch mehr. Irgendwie ist das Ganze hier seltsam. Ja, was denn? Du Kater, du. Oh, da oben ist noch ein Geist. Wie komme ich denn da hin? Reden wir mal mit dir. Lass uns spielen. Ein weiterer erklärt dir der Boss der Hühner. Nein, ich will nicht mit dir spielen. Komm mal her hier. Ich muss da irgendwie hoch. Mal gucken, wie. Wie komme ich denn da am sinnvollsten hoch? Oder generell, wie komme ich da hoch? Vielleicht nicht unbedingt am sinnvollsten, sondern einfach hochkommen. Das würde ja vielleicht schon mal was bringen. Hey, Moment mal. Nee. Kann ich das hier nicht greifen? Ich sehe hier einen Geist. So, klar, Moment. Da komme ich lang, da komme ich lang. Hier entlang komme ich... Gibt es hier oben irgendwie ein Fenster? Nein. Okay, dann vielleicht hier entlang. Dieses Fenster ist kaputt. Da kann ich lang. Ah, hier komme ich hoch. So. Habe ich hier irgendwas, wo ich rüberkommen könnte? Vielleicht... Vielleicht kann ich ja auch mit dem hier. Aha. Das machen. So. Jetzt kann ich mich zum Wolf verwandeln. Hallo, Guys. Toll. Aber ich merke, dass dieser gesamte Weg dementsprechend umsonst war, weil ich das auch einfach hätte hier machen können. Und nochmal.
So. So, schnell hier runter. Komm. So, jetzt habe ich dich. Den 20. Lass uns spielen. Alles weitere erklärt dir der Boss der Hühner. Ich habe nicht mit dir gesprochen. So. Uff. Jetzt können wir uns aber nochmal eben teleportieren. Und zwar hier runter. Mal wieder. Okay. Erstmal wieder zum Menschen werden. Und ich kenne hier ja einen Spezialisten. Und vielleicht kann der nämlich das Schwert wieder, das Ding ist wieder reparieren. Mit seinem Wissen über alte Künste und sowas. Einmal kurz hier runter. So, wo ist das Buch? Da ist das Buch. Hier, nimm mal das. Du kannst es auch lesen, oder? Was ist das denn? Oh, sind das etwa kumulanische Schriftzeichen? Wo hast du das denn her? Ob das vielleicht die Worte sind, die das Siegel lösen? Also gut, versuchen wir es. Keine Reaktion. Vielleicht ist es diese Statue. Danke, Link. Die Worte habe ich mir gemerkt. Ich gebe dir das antike Dokument also erstmal zurück. Ich denke, ich werde versuchen, den Zauberspruch an anderer Statue auszuprobieren. Die anderen Statuen habe ich schon so oft besucht, ich weiß auswendig, wo sie sind. Warte, ich markiere auf deiner Karte. Wenn du noch Fragen hast, komm einfach zu mir. Alle dieser Statuen haben die Form einer Eule. Du wirst sie also leicht erkennen können. Wir treffen uns dann dort. Ja, guck mal. Er funktioniert wieder. Der Kopierstab hat wieder magische Kraft. Mysteriöser Stab der antiken Statue einhaucht. Sehr gut. In diesem alten Dokument stand also der Zauberspruch, der diesen Stab zum Leben erweckt. Wenn wir hiermit wieder zu den steinernen Statuen gehen, der Typ hat doch gesagt, er würde eine Markierung machen, wo wir die Statue finden, oder? Also Link, gehen wir? Na klar tun wir das. Aber... okay, damit passiert nichts. Können wir uns hier warpen? Weil wir wissen nämlich, wo wir hin müssen. Wir müssen nämlich... hier unten hin. Nee, nicht dahin. Dahin, genau. Und wenn wir da sind, können wir dann diese Statue, die wir das letzte Mal gefunden haben, dort nämlich nutzen. Hohohoho. So, aber an dieser Stelle dann, nachdem ich wieder ein Mensch geworden bin. Einen kleinen Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.